Yeah! Herzlich willkommen, liebe Freunde, an diesem schönen Freitag. Es ist endlich wieder Wochenende. Der Gronkh muss noch seine Notizen vorbereiten. Meine Hausaufgaben habe ich nicht gemacht, habe ich im Bus abgeschrieben, wie immer. Kennt ihr das eigentlich früher, wenn man zur Schule gefahren? Kennt ihr das eigentlich, wenn man zur Schule fährt? Entschuldigung. Wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat und die noch schnell im Bus oder in der Straßenbahn abschreibt beim Kumpel, Alter, habe ich früher immer gemacht. Boah, ich muss mich noch ganz schnell in den Chat einloggen. Was? Rumpel? Beim Rumpel abgeschrieben. Nicht beim Rumpel, beim Kumpel. Den Rumpel kannte ich damals noch gar nicht. Der hat damals seine Hausaufgaben wahrscheinlich auch nicht gemacht, wie ich den kenne. Der Rumpel nie. Vergiss es, ich habe immer meine Hausaufgaben gemacht. Ja, der Rumpel, der die zwei in zweifacher Ausführung Rumpel, auf dem Kohlepapier noch gemacht hat. Alte Spießer. Hallo! So, jetzt haben wir hier da ganz fantastische Themen hier auf den Zetteln stehen. Das sind meine Nachrichtenzettel für heute. Oh, im Chat ist auch schon einiges los heute wieder. Oh, ich muss mich noch auf Und Twitter, heute haben wir die neueste News. Ist eigentlich der Rumpel strippt heute in der Sendung, ganz klar. Freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, weil gerade sein Adonis-Körper ist ja, da berichten Legenden von quasi. Wahrscheinlich seine eigene Legende. So, ich guck mal ganz kurz, Rumpelstripp hat eine Sendung. Ja, der Rumpelstripp hat eine Sendung. Hyuga ist 2 Jahre auf Gronkh.de. Zwei Echt? Jahre. Da müssen wir einmal Applaus. Finde ich super. Krass, 2 Jahre lang. Das ist schon... Oh, sorry. Boah, das ist, Alter, wie die Zeit vergeht manchmal, ne? Da guckst du nicht hin, sind 2 Jahre oben, man glaubt es gar nicht teilweise. Der strippende Mädels konnten wir uns nicht leisten, wir haben den Rumpel genommen stattdessen. Ist ja fast das Gleiche. Der hat aber Man-Boobs. Habe ich neulich darüber berichtet noch, Man-Boobs im Rahmen des Sexismus müssen Man-Boobs anerkannt werden, finde ich. Ich auch, ja. Eigentlich finde ich es eh lächerlich. Wie ist das eigentlich gekommen, dass Frauen ein Bikini tragen müssen und Männer nicht? Wie ist das gekommen? Nur weil die da ein paar Erhebungen haben? Wiederhol das nochmal. Nee, aber überhaupt quasi, dass Leute Klamotten tragen müssen, um ihre Schamesblüsen zu bedecken. Genau, warum ist das eigentlich so? Ja. Warum gibt es nicht so ein Körperfeeling quasi, dass Leute einfach auch mal nackt irgendwo hingehen können zum Einkaufen oder so? Weil es das Normalste von der Welt ist, dass wir als nackte Menschen geboren wurden. Das ist halt wirklich eine Frage, wann kam man drauf, das irgendwie zu verhüllen, weil es einem peinlich ist? Weil wir alle geile Kaninchen sind. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht, dass das Problem. Ja, aber wir haben auch viele News heute vorbereitet und ich schaue mal ganz heimlich hier auf meinem, ja, es gibt natürlich wieder Todesdrohungen, ne? Das sind wir ja gewöhnt mittlerweile. Bei dir jetzt, oder was? Nicht nur Amokläufer, die irgendwie sagen, ich laufe Amok, ja, so Leute in Spielen, sondern jetzt auch Todesdrohungen. Todesdrohungen bekommen wir auch öfter, wenn wir irgendwie Fehler in Spielen machen, sagen die Leute ja auch immer, Gronkh, du spielst so scheiße, Sarazza, du Vollspasti, ich bring dich Du hast da Munition bei 317 liegen gelassen. Alter, ich könnte dich töten dafür. Alter, ich vergifte deine Nachgeburt. Interessant ist es auch bei der Call of Duty Community, da gibt es natürlich auch ein paar schwarze Schafe. Immer leider ist es ja so bei so riesen Communities. Ja, und diese jungen Herren, da haben die ein bisschen was an den Waffen modifiziert. Ja, 3 Waffen wurden ein bisschen abgeschwächt, Feuerrate ein bisschen verändert. Ja, und da haben die einfach gesagt, gut, wir regen uns auf, weil das ist unser Leben, das Spiel. Ja, wir drohen den Entwicklern mit Mord und Totschlag. Richtig. Und das muss man sich mal vorstellen. Eine Feuerrate wird um ein paar Millisekunden, weißt du, ich darf das Wort gar nicht sagen. Wir hatten früher ein Wort für sowas. Das wird um ein feines Härchen nach unten gestellt. Und dann kommen tatsächlich irgendwelche Kiddies, die haben scheinbar nicht genug Probleme im Leben, irgendwie privat oder sonst irgendwas, dass die sich über so einen Scheiß dermaßen aufregen müssen, so dermaßen abgeben müssen. Ich will Unreal Tournament spielen, weißt du? Dass sie dann einfach, Todesdrohungen, Morddrohungen aussprechen wegen so einem belanglosen, Entschuldigung, aber im Großen und Ganzen gesehen belanglosen Scheiß. Weißt du, nur weil das Spiel plötzlich balanced ist und die nicht irgendwelche unfairen Vorteile haben. Sorry, das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Nee, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Aber wer sich auch aufregen könnte und wirklich aufregen könnte und berechtigt aufregen könnte, das sind diese ganzen Lizenztypen. Ich höre mich hier gerade selber. Du hast dich wahrscheinlich selber... Nee, ich nicht. Ich habe den extra professionell zugemacht. Wer sich auch aufregen könnte, das sind nämlich diese ganzen, ja, ich sag mal, die Lizenzinhaber von Shrek, Naruto und so. Denn in China, da ist ein Spiel rausgekommen, das heißt 300 Heroes, überhaupt auch nicht an 300 angelehnt oder so. Vielleicht sollten wir das anders anteasen, oder? Ja, vielleicht sollten wir es einfach mal zeigen. Das Spiel im Hintergrund kennt ihr ja alle, ne? Das kennt man, glaube ich, oder? Das ist so allgemein bekannt. Was ist das? Schreibt doch mal in Chat, was das für ein Game ist. Genau, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das für ein Spiel? Ich gucke ja gerade in Chat. Sieht auch gut aus, tolle Grafik, merkwürdige Namen. Aha, Emperort. Kommt schon was? Kleine Verzögerung wegen Lag. League of Legends, lol. Nein, ist richtig. Es nämlich nicht. Es ist eher League of Lustig, kann man sagen. Denn, was ihr im Hintergrund seht, ist ein Spiel aus China. Dort wird es nochmal eingeblendet, ein Spiel aus China. Und zwar, League of Legends wurde sozusagen 1:1 kopiert. Aber wie man gerade sehr schön sieht, die Helden wurden nicht etwa übernommen. Die haben einfach irgendwelche nicht lizenzierten, einfach irgendwelche Copyright-Verstöße. Die haben Helden aus Filmen, aus Fernsehen, aus irgendwas eingebaut. Das heißt, die haben erstens League of Legends komplett kopiert.
wird, von A nach B. Dann haben sie irgendwelche Sachen von Disney, von irgendwas, von Pipapo, ja, DreamWorks, haben sie einfach Naruto komplett übernommen. Und das Ding ist einfach, das ganze Ding ist einfach so ein Copyright-Verriss, das gibt es überhaupt nicht. Und trotzdem würde ich es gerne spielen. Ich finde das geil. Kannst aber nur in China machen, so eine Nummer. Und jetzt guckt doch mal, wer da alles drin ist. Schaut euch das mal an. Könnt ihr mal in den Chat schreiben, wir machen heute Ratespiel. Hier, wer ist das? Wer ist das? Zack. Ist das nicht der eine aus dem Naruto-Universum? Ich weiß die Namen gar nicht. Das Witzige ist, dass die Fähigkeiten der einzelnen Helden und so weiter auch 1:1 von dem originalen League of Legends kopiert sind, aber dann eben mit Grafiken Kakashi, versehen, die genau, je nachdem zu dem jeweiligen Charakter passen. Aber sagen wir mal so, wenn so ein Schreck da irgendeine Attacke macht, passt das denn im Zusammenhang? Dann müsstest du auch eher Leute anfurzen oder so. Naja, aber wie gesagt, die haben sich halt an den Originalhelden orientiert. Ich weiß jetzt nicht genau, wer Schreck ist, aber... Plants vs. Zombies. Ah ja, Plants vs. Zombies ganz, auch drin. Ganz, ganz zufällig reingekommen. Ja, das sieht man, sowas kann sich echt nur in China erlauben. Einfach mal alles kopieren, einfach mal alle Lizenzen nehmen. Leider ist dieses Spiel nur für Chinesen spielbar. Das heißt, wir können uns leider nicht einloggen. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Diese verrückten Chinesen, tja, sag ich mal. Warst du schon mal in China? Wer auch richtig verrückt ist, das sind übrigens Spieler von Live-Rollenspielen. Ne? Boah, was du dort für Überleitung raus. Wahnsinn, ne? Das ist mir schon fast ein Gräuel quasi. Also ich habe ja auch mal so ein Live-Rollenspiel mitgemacht, ein LARP. Ich war mal beim Drachenfest, da war ich noch jünger. Ich glaube 20 oder so war ich da, ganz klein. Ja, quasi. Naja, nicht mehr wirklich. Auf jeden Fall war ich da und bin mitten in die Schlacht gestiegen. Als Kälte war ich da verkleidet und ich kam mir ein bisschen bescheuert vor. Es ging ganz Wochenende. Die erste Nacht dachte ich, Alter, was machst du hier? Danach ging es eigentlich, war es ganz lustig. Und wir haben ein paar Bilder rausgesucht von so einem Lab in Tschechien, die super geil die ganze Herr-der-Ringe-Geschichte nachgestellt haben. Und da wollen wir jetzt mal ein paar Bilder sehen. Ja, ach so, die muss ich ja jetzt quasi. Ich war jetzt gerade ganz in Gedanken auf Twitter hier gerade. Das war 300 Heroes. Jetzt gucke ich mal gerade, da haben wir die Bilder. Ich mache die jetzt mal ein bisschen größer, damit man die auch sieht hinten. Warte. So, jetzt haben wir das erste Bild zum Beispiel. Das sieht schon mal sehr geil aus, möchte ich sagen. Also ich finde das Foto einfach geil, weil das sieht wirklich aus wie Mittelerde oder irgend so ein Fantasy, genau, so ein Fantasy-Setting. Ist aber nicht in Neuseeland gedreht worden, sondern wie gesagt in Tschechien. Und so wohne ich persönlich auch. Das ist... ganz gut, da zahlt man weniger Miete. Hier hat man noch, das ist ein bisschen klein, ne? Ich mache das mal ein bisschen größer so. Hier sieht man noch so einen Ritter. Ich mache mal ein bisschen vor. Hier zum Beispiel, wer ist das? Weiß ich auch nicht. Okay, hier geht's weiter. Das Urukai. Ein Urukai, genau, den sieht man ja schon sehr gut. Auch sehr geile Kostüme einfach. Also ich weiß nicht, ob ihr euch für so eine Live-Rollenspiel-Events interessiert. Ich persönlich hätte echt Bock, bei sowas mal mitzumischen. Also wirklich mit richtig hier Ausstaffierung. Sauron, richtig geil mit Pferd und so. Obwohl der Sauron ein bisschen klein aussieht, ne? Man muss natürlich aber auch dazu sagen, ist eine Frau als Sauron verkleidet. Man muss natürlich auch dazu... Saurine quasi. Saurine. Ist aber eine heiße... nee, das sage ich nicht. Eine geile... Ach komm, ach komm. Guck mal, die Zwerge. Da fällt mir der Bart ab, wenn ich sowas höre. So. Dann kommt hier die Bud Spencer-Synchronstimme raus. Nee, das war eigentlich Knorz, ja, Knorz gerade. Komm, weiter. So, weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Hier zum Beispiel, ja, so werden wir von Rumpel... Von Sauron Nee, von Rumpel, jeden Freitag zur Sendung. Ach so. Das ist der Weg Rumpel immer zum war Studio. Der Sauron. Ja. Sauron. Also man muss sagen, die ganzen Live-Events, die Lab-Events, ist schon eine lustige Geschichte. Die Leute geben da wirklich viel, viel Geld für aus, um dann auch richtig coole Rüstung zu haben. Und die kosten ja schon ein paar Euro. So ein Kettenhemd wird teilweise wirklich auch noch per Hand gemacht. Ist super interessant. Und da gibt es natürlich aber verschiedene Regeln. Bekämpft wird mit Latex-Schwertern. Vor allen Dingen, jetzt mal ohne Witz, der Rumpel war ja jetzt wirklich dabei. Das können wir vielleicht noch mal ganz kurz auf groß schalten. Das hier ist natürlich nicht der Rumpel, das ist eine junge, hübsche Dame. Schalte mal auf groß. Der Rumpel hatte sein Special-Kostüm natürlich dabei. Der hat sich natürlich dann auch als Gandalf verkleidet. Ja, und das war echt sehr lustig, weil, hey, die anderen sehen alle cool aus. Und der hat so ein Pappbart sich einfach so dran geklebt. Wirkt nicht so richtig, aber immerhin hat er irgendwie das Geile der Schimmel ist, besorgt. Ich habe tatsächlich zu Hause auch eine Gandalf-Verkleidung. Die aber die weiße Leggings ist auch gut, die er anhat, finde ich. Ja. Die finde ich auch authentisch mit den Reiterstiefeln zusammen. Die passt Rumpel, einfach super. Wie bist du da reingekommen damals, die weiße Leggings? Das sagt er nicht mehr. Gleich kommt wieder so ein Duke-Sample, weißt du? Ja. So. I'm really pissed off. Ja. So. Ja, und mit Ringen hat auch dieser interessante Heiratsantrag was zu tun, über den du uns vielleicht mehr erzählen könntest. Ja, und zwar gab es nämlich einen sehr romantischen Heiratsantrag, sage ich mal. Da war so ein Typ, ne, der wollte seine Frau heiraten. Das passiert öfter mal. Echt? Und ja, ab und zu kommt das vor. Das passiert nur bei Rumpeln. Nee, manchmal passiert das schon. Und der Typ hat nämlich Folgendes gemacht. Der hat seiner Frau, seiner liebenden seiner liebenden Freundin, hat er damals quasi so ein Modul in die Hand gedrückt. Das hieß, was war das nochmal?
war Contra war das, und hat gesagt, hier Olle, zock das gefälligst durch, damit du mir zeigst, dass du mich liebst. So, und sie natürlich voll der Liebe, aufblühend, damals im Mondenschein, nahm dieses Modul entgegen. Das Geheimnis ist aber, er hat darin rumgelötet, er hat das Ding aufgeschraubt, mit dem Hexeditor noch ein bisschen rumgewerkelt, und sie hat aber dann tatsächlich als Beweis der Liebe, hat sie gesagt, okay, dann spiele ich das mal durch. Und das Schöne ist, Moment, jetzt sieht man gerade, wie er das aufgeschraubt hat. Moment, ich habe da gerade die Bilder im Hintergrund laufen. Hier ist zum Beispiel der Hex-Editor, da hat er rumgefrisselt. Ein paar von euch kennen sowas. Chip, pipapo. Auch, dass er wirklich das Modul aufgelötet hat, um es zu programmieren, ist halt schon eine Nummer. Und man muss das ja auch Spiel sagen, durchzuspielen ist ultra hart. Also Contra ist kein leichtes Stück Software. Und ganz zum Schluss, als sie es durchgespielt hat, kam dann quasi, Congrats, Amy, you've beat the game, saved the universe and won my heart. Will you marry me? Das heißt, er ist voll die Diva und sie musste erstmal die Welt retten, damit sie überhaupt sein Herz gewinnen konnte, was sie vorher in all den Jahren der Beziehung nicht hatte. Ich finde das skandalös. Interessant ist ja auch an der ganzen Geschichte, dass es ein Beweis ist, dass Mädchen auf jeden Fall besser spielen können als Gronkh und Sarrazar, denn wir haben dieses Spiel wahrscheinlich niemals durchgezockt. Zeig doch mal gerade, wie die beiden aussehen. Komm, ich glaube, auch noch zeigen. Oh, jetzt habe ich das wieder zugemacht. Ich glaube, ja, ich kann das aber schnell wieder aufmachen. Kennt sich aus mit Internetbrowser. So, pass auf. Benutzt. Ja, 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 ich kann den Tab wieder öffnen und da haben wir jetzt eine Szene der beiden Liebenden. Oh. Ach Mensch, es ist einfach so schön. Süß. Guck mal, die Alina will auch so einen Heiratsantrag haben. Ja? Fragt sie gerade per Twitter. Ich finde Contra eigentlich ganz easy, sagt Crash. Wir haben heute ganz kurz Hashtag, haben wir heute leider keinen besonderen. Ich dachte sowas wie Oktopodenfadder, aber das können die wenigsten schreiben. Deswegen schreibt übrigens schwul. Machen wir einfach Raute LPT Live heute als Hashtag Raute LPT Live. Einfach mal stinknormal, ausnahmsweise mal nächste Woche mal gucken, ob wir was Besonderes haben. Nein, wir machen Raute Sarrazar ist der Beste auf der ganzen Welt. Die Leute sollen nicht lügen. Du kannst die Leute nicht zum Lügen erziehen. Das geht nicht. Na, Raute LPT Live, super, wenn ihr twittern wollt mit uns. Der Gronkh verwaltet den Twitter-Geschichten. Ich schaue in den Chat rein. Und wie gesagt, ihr könnt uns auch gerne noch auf unsere Facebook-Profile schreiben. Da schauen wir ab und zu auch mal zwischendurch rein. Da bietet sich natürlich an, wenn du mal ein kleines Foto posten willst oder sowas. Naja, so, auf jeden Fall, bei dem Game gibt es ja auch verschiedenste Waffen. Ne? Und verschiedenste Waffen sind nicht erlaubt auf der Gamescom. Wo wir natürlich auch unser mega geiles Event haben werden. Wir werden ja auf verschiedenen Bühnen auftreten. Aber so richtig geil wird es, wie gesagt, am Freitag werden. Am Freitag, den 23., wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das müsste das Datum sein. Den 23. August. Da müsst ihr euch auf jeden Fall alles rot im Kalender ankreuzen. Genau, da quasi haben wir die eigene Halle. 4.000 Leute passen rein. Ich hoffe, wir kriegen 4.000 Leute zusammen. Wenn nicht, es wäre schade. Auf jeden Fall wir haben einiges vorbereitet. Und wir wollten eigentlich auch im Panzer in die Halle fahren. Aber leider ist das jetzt verboten. Von der Gamescom wurden nämlich offizielle waffenrechtliche Regelungen verlautbart, die ich mal ganz kurz vorlesen möchte. Blablabla. Da die aufgrund natürlich nicht, weil Kiddies irgendwie Amok laufen auf der Messe, sondern natürlich, weil jetzt bei Call of Duty Updates gefahren wurden. Nein, der Grund ist tatsächlich, dass Cosplayer halt ganz viele Waffennachbildungen haben und so weiter und so fort. Man nicht genau weiß, was ist echt, was ist unecht. Nicht, dass da einer mit einer Uzi rumläuft und die Leute niederschießt. Wäre doof. Wäre kein gutes Gamescom-Erlebnis hinterher, wenn man dann im Sauerstoffzelt aufwacht. So, jedenfalls, verstrahlst du? Weiß ich nicht. Übrigens, liebe Grüße an die Monika, die kann heute nicht, hat sie mir gerade auf Facebook geschrieben, die kann heute leider nicht beim Livestream dabei sein. Die arme Monika. Aber vielleicht siehst du es ja, fühlst du dich gegrüßt nachher, im Nachhinein, quasi, wenn du die Wiederholung schaust. So, pass auf, soll ich dir mal ganz kurz vorlesen, was verboten ist? Du wirst es mir nicht glauben, es ist jetzt wirklich an den Haaren herbeigezogen, aber verboten sind tatsächlich echte Schusswaffen, Software und Gaspistolen, auch ungeladen und echte Munition. Ich wollte genau, das ist meine Waffe. Ja. Die ohne sowas gehe ich heute nicht mehr aus dem Haus. Wir haben so viel meine AK-47 wollte ich mitbringen. Wir haben so viel Terrorismus hier in Deutschland auch, so viel Warnung und bla. Und gerade da musst du doch präventiv gerüstet sein. Alter, ich gehe ohne Knarre nicht mehr aus dem Haus. In Amerika kriegen doch die Kinder mit 6 schon Knarren. Stimmt, in blauen die habe ich mir letztens gekauft, die blauen und die rosa. Ne? Ja, bist du auch schon 6? Ja, ja, dachte ich, schmuggle ich auf die Gamescom, als es nicht war. Oh nein, ich darf das ja nicht sagen, sonst komme ich nachher in den Knast. Das ist natürlich nur ein Spaß gewesen. Ja, ich werde keine Waffen auf die Gamescom schmuggeln. Du wirst nicht Amok laufen. Nein, Amok? Amok. Ammoniak? Amok. Komm, wir laufen Amok. Das wäre so ein Charity-Run. Ey, du darfst das nicht sagen. Echolon und so. Das wäre ein Charity-Run. Merkel wusste ja nichts von Echolon. Der große Amoklauf. Oh. I am okay. I am A-M-O-K. I am okay. I am okay.
Na, das wäre aber dann ja. So. Naja, das wäre Yamok. Also ja, so naja, gut. Ist das jetzt nicht. Gut, auf jeden Fall. Weißt du, was auch verboten ist? Nee. Pyrotechnik und Explosivkörper, deswegen wie zum Beispiel Bomben. Deswegen dürfen wir nicht das Mega-Feuerwerk machen. Und das ist fast eine wahre Geschichte. Wir wollten nämlich ein Feuerwerk machen, die ganze Halle erleuchten, quasi alles abbrennen, die ganze Gamescom. Aber das Problem bei der Gamescom ist, wenn du sowas machst, kann es passieren, dass die Gamescom alle Schotten schließt, der Feuerbrandschutz. Ja. Und dann wegen uns die ganze Gamescom verschütt geht. Wäre aber eine geile Nummer, oder? Ich habe extra Plutonium angereichert schon. Weißt du, und das liegt bei mir jetzt im Keller, das versauert doch da, das ist doch blöd, das Grundwasser ist auch schon verseucht. Was soll ich denn da machen? Ja, Bomben sind auch verboten. Also du darfst Bomben nicht sagen, sonst guckt die NSA. Nee, aber ich habe ja nicht für dir gefragt, ob Bomben, Anschlag, Terrorismus, Bomben. Auch ein geiler Track. Anschlag! Bomben. Nicht so laut, ey. Sonst hört ich das Echolon. Entschuldigung, ich laufe ja gleich amok. Boah, jetzt wird schon geraute Bombenanschlag. So. Hör auf mit sowas. Oh. Ey, Leute, sowas, bei sowas haben wir letzte Woche drüber geredet. Lieber keine Späße drüber machen. Wir kommen alle in den Knast. Nee, das ist das Problem. Und nachher sitzen Gronkh und Sarazar dann erstmal für 2 Jahre im Gefängnis, weil die denken, hier, das wäre die Reinkarnation der RAF. APC. Nächste Woche Livestream haben wir einen Special Effekt im Stream. Da haben wir so ein Gitter davor vor der Kamera. JVA. Genau. So, ja. Auf jeden Fall, verboten sind übrigens auch Wurfwaffen, wie zum Beispiel Wurfsterne, Wurfpfeile und Wurfmesser. Wer quasi seine Ninja-Sterne mitbringen wollte, ist verloren. Sag mal, dürfte ich die mitnehmen? Ja, die dürfte es mitnehmen. Die sieht ja nicht mal annähernd echt aus. Sieht cool aus, aber nicht echt. Da sind ja noch welche drin. So. Boah, aua. Alter, die Luft hat voll gepfiffen. Ey, hör auf. Was also auch verboten ist. So harsch, aber an der Nase vorbei. Okay, jetzt habe ich keine Muni mehr. Schade. Es war zu schön, um wahr zu sein. Alter, übertreibt der so, voll. Mäuse sind auch nicht erlaubt. Krieg meine Maus wieder. Mäuse sind nicht erlaubt. Alter, was passiert eigentlich, wenn man spitze Bleistifte in diese Knarre lädt? Pass auf, gleich fliegt das Kabel ab, ne, weißt du. So, auf jeden Fall. Was auch verboten sind. Alles klar, das war. So, jetzt machen wir mal wieder. Der Walle, ey, du hast immer diesen unterdrückten Gewaltdrang, ne? Ja, ja, ich bin ja, weißt du, wie ein Computerspieler, weißt du, Killerspiel. Schlimm mit dir. So, pass auf, verboten sind auch, wir kürzen das mal ab, jetzt ein bisschen Schlagringe, Totschläger und auch Stahlruten sind verboten, wo ich mir jetzt Sorgen mache, ob ich überhaupt auf die Messe komme, weil wenn Stahlruten nicht mit auf die Messe dürfen, habe ich ein Problem. Ah, na, aber klar, ich musste ihn bringen, weil du dir das Ding in den Hintern gesteckt hast und es nicht mehr lösen lässt. Ja, natürlich, du kennst dich da ja aus, du warst ja mit dabei im Club. So, auch verboten sind Würgewaffen, hört sich wie Jürgenwaffen, wie zum Beispiel verboten. Nunchakus, aber man wirkt natürlich nicht nur mit Nunchakus, echte Würgeprofis kennen sich natürlich inzwischen aus. Auch Gürtel sind natürlich verboten auf der Gamescom, also wenn ihr einen Gürtel dabei habt, ihr müsst ihn vorher abgeben, das ist wie beim Flughafen zum Beispiel, erstmal Gürtel raus. Was auch verboten sind dann leider auch Hände. Das heißt, ihr dürft keine Hände mit auf die Gamescom nehmen. Hände sind Würgewaffen. Das heißt, ihr müsst euch leider vorher die Hände abhacken, dann vielleicht ein bisschen Salz auf den Stumpen, das krustet dann schneller zu, ist ein bisschen Pökelfleisch. Abbrennen kann man es auch, wenn ein Feuerzeug dabei hat. Das geht auch. Vorher noch ein bisschen Alkohol drüber am besten. Vielleicht sprecht er erstmal mit Dr. Gronkh. Genau. Der Stumpen verheilt auch relativ schnell. Da macht man sich ein bisschen Klopapier rüber. Ist billiger als Verbandszeug. Vierlagig, wegen saugfähig. Und dann kannst du halt mit krustigen Stumpen kannst du über die Gamescom gehen und kannst dann die Spiele so anspielen. Wer Gas her zu Hause hat, kann auch kauterisieren. Das stimmt. Oder man kann sich die Arme abnehmen und als Torse gehen. Wir sind ja Torsenfreunde auch hier. Torsenfreunde wäre auch ein super Hashtag. Die Torsenfreunde. La la la. Bitte lächeln. Ach schön. So. Auch verboten sind Hieb- und Stichwaffen ja, mit scharfer und stumpfer Metallklinge, bla 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 bla. Das kennen wir ja, Äxte zum Beispiel oder sowas. Was aber auch verboten ist und das... Was ist das denn? Ganz kurz, was ist das denn für ein Teil eigentlich? Wenn du das in Schädel kriegst, Alter. Das sieht aus wie, hör mal, wie der hämmert. Wie heißen die Dinger? Ist das so ein Hammer? Weiß das jemand, wie die heißen? Ich guck mal gerade im Chat. Ich weiß es gar nicht. Aber mit so einem Ding, wenn du so eine Spitze im Kopf kriegst... Golfschläger, sagt Julchen. Das ist kein Golfschläger, den Golf Kriegshammer könnte sein, ja, stimmt. Das ist der Kriegshammer. Ja, helle Bade. Das ist größer. Nee, das ist keine helle Bade. Nee, das ist ja eine Axt, eine ganz normale. Das ist ein Kriegshammer, ja. Eine ja. Kampfaxt. Boah, stell dir mal vor, im Schlachten früher, wo wir gerade bei dem Lab-Thema waren, so kriegst du einen Kriegshammer auf dem Kopf. Ist nicht geil. Vor allen Dingen sind die ja alle nicht echt. Was aber auch verboten ist, und das ist das Letzte und das Wichtigste, was verboten ist, ist quasi das hier. Das sollte man auf jeden Fall verbieten, weil sowas darfst du nicht mit auf die Gamescom nehmen. Ganz ehrlich, ich meine, die Seifenblasen sind okay, aber dieser Hampel, der ist auf jeden Fall verboten auf der Gamescom, weil ganz ehrlich, sowas wird da gleich ausgeschlossen. Da darf man einfach nicht raus. Hier, guck. Der Rumpel ist auch verboten, wie man sieht. Der Rumpel ist auch verboten. Der hat Problems, Alter. Der hat Problems. Der hat seine Frau ein Problem, wenn man zu Gamescom. Der hat wieder Periode. Periode 2.
Periodensystem. So. Ja, und auf jeden Fall werden wir heute natürlich auch wieder mit euch zocken. Nicht nur ein paar lustige Spielchen hier betreiben. Da wären zum Beispiel Mightier, das wir heute spielen, jetzt gleich Castle Storm. Aber wir werden heute mit euch ein legendäres Spiel zocken. Ein Meisterwerk, was ja echt wirklich viele Verkaufszahlen erreicht. Und das wäre der Landwirtschaftssimulator 2013 im Multiplayer-Modus. Mehr dazu später. Ihr müsst euch nicht bei LBT Live oder so registrieren. Wir machen das einfach so. Wer zuerst auf dem Server kommt, der mal zuerst. Deswegen, falls ihr das Game habt irgendwie, könnt ihr euch schon mal alles vorbereiten. So. Bitte den Multiplayer-Patch ziehen. Ihr übrigens noch mal ganz kurz zu der Waffe, die ganz rechts steht. Die heißt übrigens Rabenschnabel. Rabenschnabel. Schöner Name. Ja. Finde ich cool. Ich wusste, dass die ungefähr wie die heißt, ich musste es nur gerade nachgucken. Es gehört aber zu der Klasse der Streithammer, insofern. Kriegshammer, genau. Gut, ja, das ist gut. Ja. So ein Morgenstern tut auch gut. Leute freuen sich über den Farming-Simulator aus Gründen, die ich persönlich aber. Da halte ich mich mal lieber raus. Wenn ihr das nicht habt, ist auch kein Problem, denn es wird sicherlich lustig. So viel kann ich schon mal sagen. Obendrauf heute als Special-Gimmick der Strip vom Rumpel. Er hat gesagt, er will es unbedingt machen, er würde gerne mal strippen, aber er ist sich noch nicht sicher, weil sein Polizistenkostüm ist leider abhandengekommen. So, ich bin hier gerade mal auf Twitter, ich lese gerade neue Simulationen. Ihr seid so toll, sagt Laila. Und an welchem Tag seid ihr auf der Gamescom? Laila ist nett, der Diener ist gut, sagt, wir sind schwul. Ja, das wünscht er sich bestimmt, damit er mal ordentlich in der Mitte... Nein, du musst dir keine Hoffnung machen, mein lieber Diener. Ja, der will in die Mitte, aber das wird einfach nichts. Der versucht es schon seit Jahren. Immer diese Sandwich-Typen, ey. Ganz ehrlich, vorne Wurst und hinten Käse, weißt du? Ich soll dich mal lüsen. Lüsen? Dann lüs mal ganz lieb zurück. Ich guck mal ganz kurz nochmal durch. So, was haben wir denn eigentlich heute? Wir haben ja eigentlich die News haben wir schon alle durch. Ja, genau. Das deswegen zocken wir jetzt eine Runde Castle Storm, Alter. Ich muss sagen, da werde ich bestimmt wieder failen, glaube ich. Weil ich habe da vorhin, ich habe einfach keine richtigen Waffen gefunden. Und nicht wundern, ich bin mit dem Account vom Sergeant Rumpel online. Oh, was kommt der Ton hier lang? Ich muss nochmal meinen Stecker hier rein und raus und so damit. Das Spiel Castle Storm ist noch nicht wirklich draußen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Kommt heute oder morgen, ne? Genau, morgen kommt's raus. Und willst du mich wieder einladen eigentlich? Ja, mach ich, komm ich. Super. Ich lade dich doch gerne ein. Das ist super, da komme ich gerne vorbei. Bist du heute Abend auch dabei? Das weiß ich noch nicht, weil eigentlich muss ich heute aufnehmen und ich bin am Haaren ein bisschen. Du weißt ja, wie es ist. Und bei mir sind vor allem jetzt die Adventures laufen. Sag dem Gronkh mal schnell, dass er mal wieder vor die Tür gehen soll. Aber dann habe ich keine Nachfolgeprojekte für die Adventures. Der kann auch mal einen Tag Pause machen, ne? Dafür, dass wir mal heute am Putzhaus. Ich habe Grim Tales aufgenommen und seit zwei Tagen bin ich am Schneiden, weil die Tonspur ständig verrutscht. Das ist warte mal, ich muss hier online. Moment, dann muss Versus machen wir ja und Mitspieler Suche erstellen. Ist ein bisschen komisch ausgedrückt, aber es funktioniert schon. Bitte wieder auf rechts stellen, ja? Ja, ich mach das und ich spiele die Nordischen und der Gronkh spielt die Königlichen. Schade, eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Ich bin ja mehr. Wieso wird das Sofa eingeblendet gerade? Ach so. Das Sofa ist interessanter als wir. Hallo. Boah, deine Nippel gucken, Leute. Hast du zugenommen? Mhm. Mindestens 20 Kilo. Du bist ja voll die Schwarte. Gut, dass ich ja dünne Max bin hier. Ja, genau. So, Multiplayer. Ich hänge ja so lange im Menü rum und guck mal so ein bisschen rum. Inhalte herunterladen, Empfehlungen, habe ich noch gar keine. Jetzt wurde ich eingeladen gerade und ich nehme die Einladung natürlich gerne an. Ja, willst du Bock? So, jetzt können wir uns natürlich erstmal noch in diesem Spiel, also man muss wir sagen, müssen uns ausrüsten erst ich mal. Muss vielleicht erklären, weil das Spielprinzip erstmal, Castle Storm ist ein Game, wo ihr zwei Parteien, die rennen gegeneinander, eigentlich eine 2D-Ansicht, ist ein bisschen 3D animiert, jeder hat eine Burg und ihr müsst verschiedene Vasallen losschicken, die preschen dann aufeinander und das Ziel ist im Prinzip, die Flagge des anderen zu holen. Wir werden das wahrscheinlich nicht komplett zu Ende spielen können, weil das Spiel dauert schon so ein bisschen, sagen wir mal, also zumindest wie wir es rausgefunden haben. Jetzt vorab kann man sich halt gut ausrüsten, wir spielen das Level Eselinsel und ich habe jetzt natürlich keine Kohle mehr da, Rumpel, sehe ich gerade. Doch, eigentlich, gerade eben hattest du... Also das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, gerade eben hatte ich dir extra eigentlich noch 9000 erspielt. Gut, dann muss ich jetzt mit dem, was ich habe, vorgehen. Ich kläre das kurz mal. Ich habe hier verschiedene Waffen schon in der Probe freigeschaltet und geskillt. Das sind die Sachen, die ich mitnehme. Das sind meine Projektile. Die kann ich nachher mit so einer Art Katapult, Ballista oder sowas abschießen. Hier habe ich meine Zauber. Da sind ein paar Zauber am Start. Ich glaube, ich kann sogar noch einen mitnehmen. Genau, den nehme ich auch noch mit. Was ist das hier? Schützt deine Burg vor direkten Projektiltreffern, ist ja auch nicht schlecht. Nehme ich vielleicht das mal. Ich bin auch gerade am Ausrüsten, ich weiß nicht. So, und hier habt ihr Truppen, den Truppenmonitor. Ja. Ich habe halt andere Truppen auch als der Gronkh. Ich habe beispielsweise verschiedene Wikinger.
Und ich kann aber leider auch nur bedingt viele mitnehmen, weil ich nicht mehr so viel Kohle habe. Eigentlich sollte ich viel mehr Geld haben. Wie viel hast du denn, Gronkh? Ich habe jetzt noch 10.000. Was? Ja, der Gronkh hat natürlich voll viel Geld, verschafft ihm natürlich einen Vorteil. Ich habe leider nicht so viel Geld. Aber dafür hast du schon die besseren Truppen. Ich hatte nämlich nur irgendwie Honks bei mir rumfliegen. Ach, aber Quatsch, ich habe gar keinen. Ich habe den Standard, Wikinger-Ritter. Mehr habe ich nicht. So, bei meinem Burg kann ich... Deine Truppen waren Level 2, meine waren Level 1, deine waren viel besser. Naja, so viel besser waren die nicht wirklich. Ich habe ja nur so halbe Hemden, die da rumlaufen. Ja gut, komm, dann skill mal schnell. Kurz. Ja, warte, ich guck mal ganz kurz. 10, 19, okay. Vielleicht mache ich das einfach mal. So, und dann gucke ich mal hier. Ich kann die aber alle eh nicht in die Burg einbauen. Ich kann auch nur die Standarddinger nehmen, weil so, ich komme nicht in den Editor für die Burg. Das ist meine Runenfestung, die man gerade vielleicht sieht. Aber wir sind gerade auf Gronkhs Bildschirm. Ich kann mal kurz nochmal auf meinen gehen, dann kann ich kurz mal die Burg erläutern. Die können wir halt nachher und nachher, früher oder später, können wir die so ein bisschen hier, das ganze Ding, das sind unsere Feste. Und die können wir nachher auch noch ausbauen. Wir sind natürlich jetzt ganz am Anfang. Hier kannst du am Editor, der ist im Multiplayer nicht verfügbar. Das heißt, am besten im Singleplayer die Burg ausbauen. Dann könnt ihr mit der im Multiplayer dann gegeneinander antreten. Verstärkt die Burgmauern, Königreichflagge, Keller, erhöht die Initiative deiner Truppen, erhöht die Chance, als Erster anzugreifen. Ich gucke hier gerade mal. So, ich bin bereit. Komm. Ich brauche noch ein bisschen, Warte. Wir haben noch keine Zeit. Ja, doch, jetzt hetz mich bitte nicht. Hetz mich nicht, ich bin im Du kannst doch aber, boah, deine Truppen sind ja schon Level 3, du Assi. Was, die sind Level 4? Du hast ja viel, viel mehr. Die sind jetzt Level 4. Boah, das ist voll unfair, Rumpel. Ja, ich weiß auch nicht, warum das nicht geklappt hat. Normalerweise ist der Cache, den wir da sehen unten, der ist im Echtzeit. Das ist doch unfair, wenn der Gronkh sich jetzt da voll aufpimpt, seine Truppen auf Level 4, was soll ich denn da machen? Ja, dann renne ich dann sonst Level 1 Wikinger gegen an, oder was? Ich kann ja sonst nichts anderes machen, außer das. Nichts Sinnvolles. Der Gronkh ist voll der Cheater. Nee, gar nicht. Das Geld ercheatet. Gar nicht, überhaupt nicht. Ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber es stimmt. Aber da kannst du mehr als 5 Leute laufen lassen, ne? Ich kann nur 5 Leute mal laufen lassen. 5 Leute kann ich auch noch laufen lassen. Meine sind sogar Echt? Level 1, deine sind Level 4. Das kann überhaupt nicht sein. Du wirst die voll niedermetzeln. Ich habe 0 Schnitte. Das kann doch überhaupt Komm, nicht mach sein. Mach jetzt mal los. Gut, hier, pass auf, dann mach ich noch ein kleines Upgrade. Ja, klar. Und dann... Ja, Level 4 von der Waffenschmiede. Ich spiele das ich werd nicht trotzdem, mit. Ich werde trotzdem verlieren, das kannst du aber glauben. Ich werde mich anstrengen. Ich werde mit den Mitteln, die ich habe, den Krieg gewinnen. Ah, das Blöde ist, dass ich jetzt immer das Team-Overlay über dem Ding habe. So, ich probiere mal direkt mal hier erstmal Soldaten machen. Guck mal, jetzt greifen meine Level 1 Wikinger-Typen. Also ich bin auf der rechten Seite, der Gronkh auf der linken. So. Und der hat natürlich auch seine Ballista so aufgepimpt, dass ich es überhaupt nicht... Nee, die Ballista habe ich null aufgepimpt. Du hast da gerade eben deine Waffen auf. Das war nicht meine Ballista, das war für die Truppen. Klar, du machst einen One-Kill. Guck dir das mal an. Ich mache One-Kill, weil ich Headshots mache, Mann. Guck mal. Ja, guck dir das mal an, wie viele... Ich mach doch nur Headshots. Du triffst den Schild gerade momentan. Ja, das hat der aber nur, weil der Level 4 ist. Das stimmt doch gar nicht. Wie kannst du nur so reden? Doch, die Schilde hast du wegen Level 4, das stimmt. Das stimmt, ja, ach so, klar. Wusste ich gar nicht. Ich habe so überhaupt keine Möglichkeiten, überhaupt zu gewinnen. Das stell dich mal nicht so an, Alter. Das ist doch wahr. Der wahre Krieger stellt sich dem Kampf. Es ist doch wahr. Deswegen kriegst du jetzt erstmal eine Bombe vor dein Burgtor. Finde ich nicht gut. So, und jetzt dein Burgtor. Vor allem bei mir ist die Tür immer offen. So, und den Thors Hammer kriegst du auch noch auf die Nase hier, du kleiner Naseweiß. Hier, wow, nimm die Macht des Nordens. Voll lächerlich. Okay. Na gut, dann hau ich also da wir mal haben mal verschiedene Helden. Hier kann man Truppen in den Kampf schicken. Das sind so eine Art Vasallen, kennt ihr ja von League of Legends und so weiter. So, das sind meine. Und meine Burg ist schon komplett zerstört. So. Ja, so ist das natürlich absolut alles andere als ein fairer Fight. Du kannst ja sogar meine Soldaten übernehmen. Das ist nämlich der grüne Trank, wo ich dachte, das war Heilung. In Wahrheit kann ich aber deine Soldaten übernehmen. Ach, super. So, und jetzt kann ich hier meinen, der bringt mir jetzt aber gar nichts, so ein Held. Und bis ich hier mal meine Sachen losgeschickt habe, da vergehen ja Jahre, wenn der Gronkh schon meine ganze Burg hier hinten zerstört. So, ich versuche diesmal auch ein bisschen konzentrierter zu fighten als vorhin. Das Einzige, was gut ist, dass ich sein Burgtor schon zerschmettert habe. Aber eigentlich ist es ein lustiges Spiel, wenn du halt... So macht es jetzt echt keinen Sinn, weil meine Burg ist schon komplett zerdeppert, weil der einfach viel bessere Waffen hat. So, mal gucken. Ist natürlich klar, wenn du da jemanden hast, der viel, viel mehr Geld hat, wird's unfair. Deswegen müsste da eigentlich noch so eine kleine Balance eingeworfen werden. Alle meine Soldaten mal einfach getötet. Ich hatte vorhin einfach nicht die richtigen Sachen ausgerüstet. Hier, guck mal. Boah, ey, das finde ich voll unfair von dir. Ja. Alter, Alter. Boah, das tut mir fast ein bisschen leid. Ja, meine Borg ist weg. Das ist super zum Spiel zeigen jetzt. Ja, so ich hab verloren. Eine Burg aus. So sieht also eine Burg aus. Dann schalten wir jetzt weiter in die Werbung. Sorry. Ja, das ist ein bisschen lächerlich so einfach. So, es ist echt unnötig. Da fliegt ein Schwein übrigens.
Boah, der Thors Hammer macht bei deinen Soldaten nicht mal irgendwie Schaden. Nee, der ist aber da habe ich die vorher voll weggeballert. Der ist aber vorbeigeflogen, glaube ich. Nee, der hat einen voll getroffen. So. Guck dir das mal an, was die aushalten. Die habe ich früher so voll in der Probe so abgeschossen wie nichts. So, mal gucken. Multikill. Guck mal, wie Gronksburg noch steht. Weil ich auch immer warten muss, bis meine Skills überhaupt hier aktiviert werden. Ja gut, das muss ich aber auch warten. Ja, aber deiner ist ja 10-mal intensiver. Das sagen, auch die Frauen, mein du räumst, Freund. Du räumst ja bei mir die ganze Burg weg, während ich gerade mal dein Türchen geöffnet habe. Dafür kriegt dein Türchen nie auf. Also das wird falsch an. Ich gehe deshalb langsamer, Sarazar, weil deine Burg schon zerstört ist halt, ne? Ja. Na gut, komm dann. So. Ja, so ist es natürlich lächerlich. Das ist wie wenn ein WoW mit Level 1 das gegen Level 80 kann. Ist aber auch nur, weil ich jetzt die Äpfel habe. Die hatte ich vorhin einfach gar nicht. Ich habe vorhin nichts gehabt, was seine Burg irgendwie auch nur ansatzweise beschädigt hätte. Außer mal ein Schaf gegenwerfen, aber das hilft dir einfach nicht. Nee, du musst schon diese Bomben nutzen, ganz klar. Jetzt kannst du aber meine Burg auch zerstören. Dann haben wir da wenigstens einen kleinen Einblick gehabt. Weil ich kann deine eh nicht zerstören jetzt in diesem unmittelbaren Zeit. So, da kommen auch schon meine Mannen, meine Vasallen quasi. Das Spiel ist eigentlich recht lustig, so wie ich das rausgefunden hatte. Wenn du dann wirklich richtig spielst, dann dauert das auch eigentlich eine gewisse Zeit, bis du da den anderen niedergestreckt hast. Jetzt brauche ich natürlich 20, 30 Schüsse und ich brauche meine Wikinger jetzt gar nicht reinzuschicken, weil die werden sowieso drauf gehen. Ich krieg deine Tür immer nicht auf. Ich verstehe gar nicht warum. Du musst da eine Bombe drauf werfen. So, aber die kann ich ja, die Bombe kann ich ja direkt bei dir reinwerfen. Da musst du doch nicht jetzt die Tür aufmachen. Doch, klar. Die Tür musst du aufmachen, damit deine Vasallen die Fahne haben. Ja, Alter, klar. Musst du da die Tür aufmachen. So, ich kann mal gerade den Helden zeigen, um mal so ein bisschen was zu zeigen hier, wenn wir eh schon hier eine... Pass auf, dann schicke ich auch mal ein. Mini-Session haben. Just genau. For Fun schicke ich dann auch mal ein. Aber deiner ist ja wahrscheinlich wieder Level 4. Nee, der ist ein normaler Held. Tatsächlich. Ja. Oh. Boah. Das wird ein harter Kampf. Nein! Ich brauche den anderen Helden. Der hier hält nichts aus. Scheiße, da ist er weg. Na gut, den hast du... Siehst du, hast den Kampf doch gewonnen. Dafür hau ich dir jetzt... Wo ist denn der Held hin? Den kannst du ja nicht mehr aktivieren. Nur einmal kurz und dann braucht das wieder... Ihr seht das hier, vielleicht kann ich es mal kurz zeigen. Also hier habt ihr die Truppen, die ich ausbauen kann. Hier habt ihr verschiedene Zauber oder halt eben die Helden. Hier, den haben wir gerade benutzt. Ich habe auch noch eine andere Heldin auf meiner Seite. Eine sehr nette junge Dame. Juhu, ich bin die Wikingerkönigin. Aber mit der kann ich noch nicht die... mit der kann ich noch nicht diese Flagge klauen, die man gerade gesehen hat. Das könnt ihr nur mit diesen normalen Vasallen machen. Also die können die Flagge klauen. Ich zeige euch auch noch mal ein paar andere lustige Skills. Du hast da so ein Schaf, ne? Das hast du. Ich hab Schwein. Seht ihr das? Das Schwein habe ich gerade in die gegnerische Burg geworfen. Und was haben wir dann noch für lustige Sachen? Also hier, weiß nicht, hier zur Verteidigung meiner Burg, das ist eigentlich ganz geil. Ach, sowas habe ich auch. Mhm. Habe ich vorhin benutzt. Ich weiß auch nur nicht, ob es was gebracht hat. Kann ich dir auch nicht sagen. Das kann ich nämlich nicht mehr angreifen, solange das Ding aktiv ist. Ich schmeiß mal ein Schaf rein. Das bringt ja eh nichts, weil meine ganze Bastion ist. Hey, das Tor ist offen jetzt. Mit einem Schaf. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall hat das Spiel echt was. Hat ein bisschen was von Tower Defense Games, aber auch so ein bisschen was von. Wie hieß das eine früher nochmal, Rumpi? Age of War. Ja, ist halt schon ein bisschen Ähnlichkeit, obwohl es natürlich hier in der Neuauflage ist. Das Witzige ist ja, dass Age of War so ein Free-to-Play Flash-Game war und die hatten so eine ganz eingängige Melodie, die mitunter, meiner Meinung nach, mitunter dafür verantwortlich war, dass das Spiel so erfolgreich gewesen ist. Und diese Melodie haben die jetzt hier wieder übernommen. Das heißt also, in dem Spiel findet man diesen Song wieder. Aha. Ist es eigentlich von denselben Machern vielleicht? Kannst jemand singen? Das weiß ich nicht, leider. Nee, das ist so eine epische, cool, weiß ich Mucke. Ich kann jetzt nicht mal deinem Typen hier... Aber das ist ja meiner gewesen. Den habe ich befriended einfach. Obwohl, ich lasse dich jetzt einfach die Flagge klauen, weil wir müssen jetzt glaube ich, eine Pause machen. Also es geht halt darum, die Flagge da zu klauen, die da ist. Genau. Hey, ich dachte, lass mich die klauen. Nee. Ich töte dich mit allen Mitteln, die ich habe. Ja? Hier. Freeze ich die. Und jetzt schnappe ich mir einen Helden und hau dir ja sowas von auf die Schnabel. Jetzt kriegst du ja vom Mädchen Puppeklatsche, Junge, wie es sich gehört. Von meiner heißen nordischen Walküre. Deine Burg so, zerstört. Du hast die feindliche Burg zerstört. So wird's gemacht, Freunde. Einfach mal mehr Sachen kaufen als das. Also das Geld, was du jetzt hier verdient hast, müsstest du jetzt eigentlich wieder haben. Das heißt, du müsstest jetzt eigentlich mehr Geld haben als gerade eben. Ah, dann bin ich ja reich. Meine Präzision war aber höher. $1 Million. Ja gut, so. Das war meine Maus gerade nicht. Neuer Rekord. Also Rekord ist bei mir, dass ich überhaupt mal eine Runde gewonnen habe gerade.
Zack. Meine Maus geht nicht mehr gerade. Echt nicht? Wieso nicht? Hast du aus Zorn zerdrückt? Ich guck die mal rein und raus, aber... So, noch eine Runde oder weiter im Text? Nee, wir müssen ja... Wir müssen leider weitermachen. Ja, wir müssen nämlich wir müssen auch nämlich jetzt leider, nee, wir müssen jetzt leider, ganz ehrlich, in die Werbung gehen. Und wir sehen uns in wenigen Sekunden wieder. Werbung kommt von Werwolf, ist also cool. Tschüss. Echt?